Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir wurde gesagt, dass es Dane gerne mit mir sprechen würde. Dann reden wir mal mit ihm. Ja, wenn ich ihn finde. Ja, aber meine Frau und meine Tochter sind gerade noch rausgekommen. Sie ruhen sich in diesem Moment in San Francisco aus. Mara. Wo ist denn der liebe Dane? Unsere Mission muss erfolgreich sein. Da ist er ja. Shepard. Ja? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, und jetzt, wo sie hier sind, ist es noch schwieriger, darüber zu reden. Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Colliard in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Diese Entscheidung hätte ich nicht erwartet. Warum haben Sie ihn nicht selbst großgezogen? Mein Körper ist mit Fähigkeiten gesegnet, die Leben nehmen. Die ANA haben diese Fähigkeiten optimiert. Davon abgesehen kann ich nicht viel. Ich wollte für Colliard ein anderes Leben und hatte gehofft, er würde seinen eigenen Weg finden. Wenn er mich dafür hasste, in Ordnung. Solange er nur nicht auf den Pfad der Sünde geriet. Was ist er jetzt, oder was? Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen. Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Ich möchte ihn mit ihrer Hilfe aufhalten. Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis Sie mich brauchen. Natürlich, wir machen alles. Ja, die nächste. Mission. Die wir haben. Hey, Shepard! Herre. Wir reden gerne mit uns. Das ist hier. Ich kann nicht glauben, dass die Kollektoren früher Proteaner waren. Ich habe mir die Proteaner immer ziemlich majestätisch vorgestellt. Nicht wie... Nochmal danke, Shepard. Dafür, dass Sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen. Ich hätte Orianna ohne Ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Immer doch. Wir mögen dich doch, Miranda. Ich bin froh, dass Niket versucht hat, alles wieder gut zu machen. Danke, dass Sie mich aufgehalten haben, Commander. Schon witzig. Ich dachte, Ihnen ging es nur um den Job. Schön, dass da noch irgendwo ein Mensch steckt. Die Mission ist zu wichtig und lässt keine persönlichen Gefühle zu. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Naja. Wenigstens was. Grüß euch. Mal raufschauen auf mein Quartier.
Das sind meine Fische, die jetzt gefiltert werden, meine 2,5. So. Ich mag, die sehen irgendwie hässlich aus. Warum bleiben wir hier? Und machen jetzt die nächste Nebenmission. Mal schauen. Oh, warte mal. Nicht irgendwas eigentlich. Muss immer noch nach Tuchanka, Shepard. Mein Schüler wird immer noch vom Bloodpack festgehalten. Ja, ich weiß. Sagen Sie mir nochmal, worum es geht. Nein, hier, Entschuldigung. Das weiß ich. Malen wurde zuletzt außerhalb. Muss immer noch nach Tuchanka. Ja. Mein Schüler wird immer noch. Sagen Sie mir nochmal, worum. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Wir fliegen nach Tuchanka. Das weiß ich zu schätzen. Malen wurde zuletzt. Ich kann nichts reden mit ihm. Dann kann ich vielleicht Abbruch machen. Also meine Upgrades, dann boom. Samara möchte Sie kurz sprechen, Commander. Ja. Wo ist sie denn, Samara? Tut mir leid, Leute, aber sowas muss auch sein. Das ist die falsche Richtung gewesen. Samara liegt da gegenüber. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich muss Sie um Hilfe bitten. Das fällt mir nicht leicht. Schon in Ordnung. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, Sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte Sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Sagten Sie nicht, Sie hätten Ihre Spur nach unserer Mission aufgenommen? Ich weiß, wo sie ist. Jetzt. In einem Monat kann sie wieder weg sein. Es ist die beste Gelegenheit, die ich je hatte. Wo ist sie? Omega. Ein Nachtclub namens Afterlife. Scheint mir für sie ein perfektes Jagdgebiet zu sein. Wie wichtig ist das? Sie zu töten ist seit 400 Jahren meine Aufgabe. Es ist das Wichtigste in meinem Leben und der Grund, warum ich Justikarin geworden bin. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Eine Adat Yakshi ist also eine besondere Art von Mörderin? Natürlich. Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Diese Sache verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wir holen wir uns. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Ja, noch längeres Let's Play. Diese Kreatur, dieses Monster, sie ist meine Tochter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für Sie sein muss. Ich will kein Mitleid, Shepard. Ich nehme es nicht an. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen. Oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt.
viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts. Und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Solche Momente verändern einen. Und ich habe noch Jahrhunderte vor mir, in denen ich damit leben muss. Ich rede zu viel, verzeihen Sie. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morrent finden. Junge. Ich werde ewig unterwegs sein. Aber ich denke, Sie sollten sich mal mit Garrus unterhalten. Alter, gibt's das auch? Was ist denn da jetzt da? Ei. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben wir irgendwelche... Ja. Ja. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander? Mein Bruder, der Doktor. Lass noch immer zu. Ich muss für den... Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an Sidonis? Den Kerl, der mein Team verraten hat? Ich habe eine Spur. Es gibt da einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert. In einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte. Unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Ja, immer. Ich helfe jedem. Ich habe mir Stunden, Jahre Zeit, bis wir unsere Mission fertig machen müssen. Kann ich alle noch helfen? So, vielleicht können wir jetzt mal weiterfliegen oder es braucht noch jemand unsere Hilfe, wenn wir gleich sehen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Oh, endlich, ne? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Lass uns plaudern. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren. So, wollen wir nennen? Wenn ich das wüsste. Brauchen wir irgendwas? Nee. Feuergänger. Miau. Miau. Gut, dann lass uns mal fliegen. Wem wollen wir als erstes helfen? Omega Samara, Shadowbroke. Fangen wir mal zu Shadow. Hey, fliegen wir mal zu unserer. Vielleicht können wir das Abendessen ja nachholen. Dann landen wir mal.
Hallo. Lass mit mir essen gehen, Liara. Möchten Sie mit drauf auf die Normandy kommen für den Drink? Klingt wunderbar. Ich hole meine Sachen. Ja, gut. Und fürs Outfit. Und Fisch habe ich auch, ja. Hat Ihnen die Führung gefallen? Ja, es ist ein wunderbares Schiff. Und ich habe Joker getroffen. Er schien sich zu freuen, mich zu sehen. Obwohl er mich gebeten hat, alle Teile unseres Gesprächs aufzuzeichnen, bei denen meine Augen diese abgefahrene schwarze Ewigkeitsnummer machen. Ach, natürlich hat er das. Ich habe auch mit Dr. Chapwas gesprochen. Freut mich, dass es ihr gut geht. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Es war ziemlich mühsam, aber ich konnte Ihre Dienstmarke beschaffen. Ich dachte, die würde ich nie wiedersehen. Man bekommt nicht alles zurück, was man verliert. Aber manchmal hat man Glück. Ja, das war der Plan. Wie geht es Ihnen eigentlich, Shepard? Ich meine wirklich. Nicht das, was Sie zur Hebung der Moral Ihrer Crew erzählen. Unter uns? Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich tue, was ich kann, aber... Sie haben mehr getan als die meisten. Ohne Sie würde es auf Horizon keinen Mann, keine Frau und kein Kind mehr geben. Ich habe einige von Ihnen gerettet, aber nicht genug. Und die Kollektoren werden Kolonien überfallen, bis ich sie aufhalte. Dann werden sie sie aufhalten. Und ich dachte schon, es könnte schwierig werden. Sie werden es schaffen, so wie immer. Ja. Ich weiß nur nicht, was als nächstes passiert. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Wenn morgen alles endet, was wird dann aus uns? Tod höchstwahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Heirat, Alter... Ein Haufen blauer Kinder. Das sagen Sie nur so. Bei der Göttin. Sie waren tot. Es geht mir schon besser. Dieses Mal. Aber Sie werden wieder fortgehen. Nein! Ich gehe nie wieder. Wenn das Team bereit ist, springen Sie durch das Omega-4-Portal. Ich habe 2 Jahre um sie getrauert. Wenn wir das tun, dann muss ich wissen, dass sie immer zurückkommen werden. Ich weiß es nicht. Das wäre ein ziemlich großes Versprechen. Ach, wirklich? Es müsste schon etwas Besonderes geben, zu dem ich zurückkehren sollte. Ich bin offen. Für Vorschläge. Wie wär's damit? Danke, Shepard. Für die Drinks und alles andere. Und ist sie weg. Schade. Gut. Das war jetzt ein kurzer Flirt, da sind wir extra hingeflogen. Und jetzt machen wir hier Nebenmissionen. Sorry, wir unterbrechen, Leute. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Alles Basche. So, jetzt schaue ich mal wirklich Ilum.
Also ich werde Samara helfen am nächsten. Und das machen wir jetzt auch. Kann man auch schon benutzen. Hätten alle sagen, nö, mach so einen Scheiß selber. Bin ja nett. So, will ich mal natürlich Samara mitnehmen. Geht ja um sie und. Ich glaube, war schon lange nicht mehr dabei. Irgendwas. Afterlife müssen wir ja. Wir brauchen mal zum Omega-Markt gehen. Vielleicht hat sie ja Fische oder so. Aber erst machen wir mal die Nebenmission. Oder gehen wir erst am Markt. Lasst uns erst zum Markt gehen. Was hat denn er? Haben wir schon mal das? Was das wohl ist? Auch. Keine Ahnung. Okay. Captain Gavon. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Traue ihnen nicht. Sagen Sie, Gavon, wir kennen seine Tricks. Wir haben heute niemanden getötet. Es scheint auf Omega ziemlich viele Watcher zu geben. Ah, weggehen! Zu viel reden! Gavons Männer kriegen uns nicht. Wir gehen. War nett, mit ihnen zu plaudern. Wir kennen Gavons Tricks. Wir gehen. Hier gleich. Oh. Wir haben Krieger. Wieder zurück. Das war Wes. Mehr gibt's bei dem Markt, ne? Ja, nicht so, dass man sie versteckt hätte. Sie liegen hier in ihrem eigenen Dreck einfach so rum. Was für ein Drecksloch. Du sagst es. Okay, habt ihr sie? Wo geht mit sie? Nee, wir gehen zurück. Wir gehen ins Afterlife. Im Markt. Es wird gar nichts geben. Die Angst vor einer Unbekannten.
Die Leute kommen an solche Orte, weil sie ein besseres Leben suchen. Und nach ihrer Ankunft finden sie das hier. Leute voller Leben, die auf einer Welt voller Verbrecher in die Armut gezwungen werden. Sie verdienen Schutz. Sollte ich unsere Mission überleben, komme ich vielleicht hierher zurück. Oh. Ich hab nichts gesehen. So, was machen wir denn hier? Wo war die liebe Arie nochmal? Quasi. Hallo, da sind wir wieder. Was brauchen Sie? Einer der Söldner, die hinter Archangel her waren, hatte dieses Datenpad dabei. Sie wären Ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Danke für die Information, Shepard. Ich werde wohl in meiner Organisation ein wenig aufräumen müssen. Gut. Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adat Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adat Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Bitte. Finden Sie Apartments von Morian, das zum Apartment gehen. Haben wir irgendwo Apartments? Wo sind die Apartments, Leute? Da hinten. Wir können da aber auch durchgehen. Aria hat Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind. Was? Aria hat Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind. Hat sie, was hat sie denn für Arbeit für mich? Was brauchen Sie? Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Okay. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich sie sich erweisen. Kurze Antwort: Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram.
Vielleicht komme ich später. Vielleicht werde ich hier sein. Vielleicht. Nein, von den Apartments ging es da nach hinten. Jacob, hier drüben. Du hörst mich. Jacob Taylor, ich hätte nie erwartet, Sie nochmal zu sehen. Das glaube ich sofort. Nein, bitte. Tortuga ist so viele Jahre her. Das ist doch Schnee von gestern. Brauchen Sie was? Nun, wenn Sie so freundlich wären, könnten Sie über einen Vorschlag nachdenken, den ich Ihnen unterbreiten möchte. Ich brauche fähige, vertrauenswürdige Leute, die für mich ein kleines Geschäft erledigen. Natürlich nichts Illegales und gut bezahlt. Was für Geschäfte machen Sie denn? Wichtige Geschäfte. So wichtig, dass wir mit Ihrer Hilfe ganz Omega verändern könnten. Was bedeutet ganz Omega verändern? Nun, ich wollte ja nichts sagen, aber manche Leute hier machen Geschäfte mit anderen Leuten in der ganzen Galaxie. Wenn ich Informationen über diese Geschäfte hätte, könnten wir einigen Staub aufwirbeln. Mehr sage ich nicht. Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Spezialgebiet An- und Verkauf von geheimem Material. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten abholt und hierher zu mir bringt. Ja, vielleicht. Das mache ich. Meine Kontakte benutzen spezielle Zielpunkte. Sie müssen außerhalb von Marabs Geschäft auf der Citadel nachsehen und im Inneren der Eternity Bar auf Ilium. Suchen Sie nach allem, was ein Datenpaket enthalten könnte und bringen Sie es dann zu mir. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh ja, das. Apartments. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meinen Neff ermordet, meinen Schatz. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neff tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Hatte Ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Neff in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Was für eine Person war diese Morinth? Ich habe sie nie getroffen. Aber Neff hat von ihr geschwärmt, als wäre sie eine Königin. Wenn sie von Morinth sprach, hätte man glauben können, dass es sonst niemanden auf der Welt gab. Das kommt mir bekannt vor. Samara, kontrolliert Morinth ihre Opfer durch Drogen? Sie kontrolliert sie durch bloßen Willen. Die Drogen sind nur Lifestyle. Sie liebt den Club, den pulsierenden Bass. Sie ist eine Hedonistin. Diese Morinth hat meiner Tochter also geschadet? War sie es, die... Wer das getan hat, wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Wir schwören Ihnen, dass Neff schon bald wieder ruhig schlafen kann. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Oh, mein armer Liebling. War Neff mit jemandem besonders oft zusammen? Sie war immer so ruhig, wenn sie hier zu Hause arbeitete. Und dann, vor ein paar Wochen, begann sie plötzlich ständig auszugehen. In den VIP-Bereich von diesem Club am Ende der Straße.
Ich glaube, man braucht ein Passwort oder so, um reinzukommen. Die Veränderung kam so plötzlich. Sie war einfach nur müde und unkonzentriert, wenn Morrens nicht in der Nähe war. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist... Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir machen das, keine Angst. Verluste durchleiden. Ich weiß, das ist sehr hilfreich. Eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Das machen wir. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Ich denke mal. Wir machen hier weiter in der nächsten Folge, Leute. Und ich denke mal, wir brauchen das Passwort im VIP-Bereich. Ich hoffe, es hat gefallen. War halt wieder mit ein bisschen viel Schauen, aber wir hatten ein Date mit Liara. Also, immerhin. Bye-bye.